Hallo Freunde, da sind wir wieder. Die Leti hat gesagt, ich soll das Mikro etwas tiefer halten. Kann ich gar nicht verstehen. Heute geht es nochmal bei FC Motor TV um das Thema teuer versus günstig. Unsere beiden Kombattanten sind der Bugotto FG601 und der vor gar nicht mal so langer Zeit vorgestellte Nexhelm, und zwar der X-Wet 3. Ich übergebe einfach mal an dieser Stelle an den Steff im Studio, denn da macht er weiter. Ja, Steff, dann vielen Dank für die Überleitung. Auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei FC Moto TV. Ich sage euch einfach mal jetzt nicht nur, was den beiden Helmen gemeinsam ist, sondern was sie vor allen Dingen für Unterschiede haben und ob letztendlich teuer versus günstig hier im Grunde genommen genauso ein Ergebnis zulässt wie bei den bis dato gezeigten Folgen im Zusammenhang mit Handschuhen oder Stiefeln oder dem Airbag-Rucksack. Die größte Gemeinsamkeit beider Helme ist, dass sie aus dem gleichen Material sind. Es ist also ein duroplastischer Helm, also ein Verbundstoffmaterial, in dem konkreten Fall Fiberglas. Den Nexhelm, den X-Wet 3, den hatten wir ja vor gar nicht mal so langer Zeit auch thematisiert. Wir haben heute bewusst darauf verzichtet, den Carbonhelm als Beispiel zu nehmen, damit das auch kein Vergleich Äpfel mit Birnen ist. Also beide sind GFK-Helme, von daher passt das, glaube ich, ganz gut, das auch als Basis zu nehmen. Wenn ich das Schalmaterial erwähnt habe, muss ich natürlich zwingend auch was zum Gewicht sagen. Wir rufen bei dem Bugotto 1650 Gramm auf und bei dem Nexhelm tatsächlich tauchen da 1820 Gramm auf der Kofferwaage auf. Entgegen unserer sonstigen Gepflogenheit, nie Preise in einem Video zu nennen, muss ich natürlich heute eine Ausnahme machen, sonst würde auch das Thema teuer versus günstig gar keinen Sinn machen. Wir reden beim Nexhelm von 404 Euro zur Zeit, sage ich gleich mal ein paar Worte zu, und beim Bugotto-Helm rufen wir 169 Euro und ein paar zerquetschte auf. Das Video steht ja was länger drin, deshalb nie die konkreten und korrekten Preisangaben, weil in einem Jahr werden diese Preise 100% nicht mehr aufgerufen werden. Deshalb halten wir uns auch immer zurück bei Preisangaben in dem Video. Ich erwähne es an dieser Stelle einfach nochmal. Wir reden ja hier von einem Modularhelm. Jetzt habe ich hier das Schild, schon das Sonnenschild abmontiert. Er ist als ganz konventioneller Integralhelm zu fahren, aber ihr könnt auch, hier geht es ein bisschen schneller, ihr könnt natürlich auch das Visier demontieren und dann, hier liegt sie, auch beide Helme ganz normal mit Brille und mit Sonnenschild fahren. Also ihr hättet theoretisch drei Optionen. In dem Zusammenhang an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis. Leti, hier oder wo? Wo ist es? Auf die andere Seite. Hier? Ja. Da schaut ihr einfach nochmal rein. Denn wie gesagt, ist noch nicht so lange her. Da haben wir über den X-Wet 3 ja eine Folge gedreht. Dass ihr da die Details euch, gerade was die Belüftung angeht, mal anschaut, ist bestimmt eine lohnende Geschichte. Gibt es bei der Demontierbarkeit des Sonnenschildes leichte Vorteile für den Bugotto-Helm? Ist es so, dass zum Beispiel der Visierwechsel eigentlich bei beiden Helmen identisch ist? Kurzer Sidestep mit dem Schieber hier, dann habe ich das Visier schon in der Hand. In dem Zusammenhang, wo ich das Visier anspreche, Pinlock-Visier gehört beim Nex zum Lieferumfang dazu, ist natürlich ruckzuck montiert, während das Pinlock bei dem Bugotto-Helm aufpreispflichtig wäre. Ich wollte eigentlich mit Helm zu euch reden. Mit meiner eigenen Brille und dieser übergezogenen Brille ist es natürlich etwas schwierig, aber wenn das Visier demontiert ist, lässt es sich natürlich auch hervorragend mit einer zusätzlichen Crossbrille tragen. Dann ist es fast ein Crosshelm, auch wenn das Gewicht etwas zu hoch ist. Lässt sich prima montieren. Unterschied zwischen beiden Helmen ist, er hat hier diese sehr, sehr scharfe Kante, damit das Band nicht nach unten wegrutschen kann. Und beim Nex, das haben wir auch in dem Video schon gesagt, habt ihr separat extra ein Brillenhaltebügel, der die Brille, das Brillenband fest verklemmt. Wenn das Visier demontiert ist, gehört zum Lieferumfang des Nex auch nochmal ein Deckelsatz dazu, dass es ein bisschen glattflächiger ist. Darauf verzichtet der Bugotto, weil der insgesamt auch, ich lege es mal auf Seite, an dieser Stelle etwas glattflächiger gemacht ist. Wenn ich jetzt schon das Zuber-Paket anspreche mit dem inkludierten Deckel, muss ich natürlich sagen, dass bei beiden Helmen auch ein kleines Zuber-Paket geliefert wird. Im Falle des Nex tatsächlich drei unterschiedliche GoPro-Halter, also Action-Cam-Halterungen für oben im Stirnbereich und an der Seite. Das ist dann nur eine obere Haltung, die dazugehört beim Bugotto-Helm. Ansonsten ist es so, dass mir noch einfällt, ah ja, ganz wichtiges Thema, dass die Polstermaterialien natürlich immer demontierbar sind. Darf ich eigentlich schon gar nicht mehr erwähnen, weil es selbstverständlich ist. Beide haben diese Emergency-Möglichkeit. Das heißt, im Falle einer Helmabnahme nach einem Unfall kann ich hier diese Helmpolster sehr schnell demontieren und rausreißen. Und das ist ja, und das habe ich erwähnt, bei dem Nex
finde ich schon toll gelöst, technisch sehr, sehr aufwendig, dass er dann die Polster demontieren kann, indem vorher hier eine Blockade entriegelt wird, die erlaubt, dass sowohl hinten als auch vorne zwei Fanglaschen freigegeben werden, die dann das Polster ruckzuck ohne großen Widerstand entfernen lassen. Das ist also auf jeden Fall ein Vorteil für den Nexhelm, das muss ich schon an dieser Stelle sagen. Wenn ich das Interieur bespreche, darf ich natürlich das Kinnschloss, den Kinnriemen nicht vergessen. Wir haben den Doppel-D beim Nex und eine Ratsche beim Bogotto-Helm. Da scheiden sich ja die Geister. Der eine ist Vertreter der Ratsche, der andere sagt, unter Doppel-D kommt bei mir nichts ins Haus. Der Nachteil von Doppel-D, auch da verweise ich einfach mal auf ein Video, das wir veröffentlicht haben, ist nicht so groß. Ich kann also auch den Nex mit verriegeltem Doppel-D-Verschluss, wenn es denn ganz weit gestellt ist, stressfrei an- und ausziehen. Und dann ist das Nachregulieren, um ihn festzuziehen, sogar noch weniger Aufwand als dann bei dem vermeintlich bequemen Ratschenverschluss. Beim Sonnenvisier herrscht Gleichstand, muss ich sagen, mit einem kleinen Unterschied. Und zwar der Steff. Also der Steff mit einem F, bemängelt ja oftmals den großen Unterschied zwischen hell und dunkel und ihn irritiert das sehr. Ich habe das Gefühl, dass bei beiden Helmen so 6/7 in etwa der Fläche schwarz abgedeckt ist. Wenn ich es heftig mache, touchiert beim Bogotto-Helm das Visier, aber auch nicht in jedem Fall meine Nasenspitze. Das hat bei dem X-Bet 3 nie stattgefunden. Aber das als gravierenden Vorteil darzustellen, ich glaube, das wäre unfair, zumal meine Nase ja auch nicht ganz unbeteiligt ist. Ich finde, irgendwie passt der FG 601 hervorragend zu meinem Hoodie, oder? Könntest du mal in die Kommentare reinschreiben. Was haben wir an Ausstattungsunterschiede bei beiden Helmen? Der Nex-Helm ist im Übrigen Intercom vorbereitet. Leider nur das Intercom, was von Nex angeboten wird. Also ihr seid da sehr, sehr fixiert. Ich erwähne erneut die Helmnorm. Da sind zwar die Stellen der Ohrplatzierung oder der Platzierung der Lautsprecher markiert, aber da findet kein Platzangebot für diese Lautsprecher. Also den nachzurüsten wäre A sowieso in Anführungszeichen illegal, aber da wären nur die Markierungen zu finden. Dann müsste man in Eigenregie an der Kalotte rumschneiden, würde ich zum Beispiel nie machen. Also von daher muss man einfach damit leben, er ist nicht vorbereitet bezüglich des Intercoms. Von der Ausstattung noch, finde ich sehr wichtig, weil das hat mich beim Nex sehr stark abgeholt. Ich zeige es mal hier im Profil. Hier ist die Schale bis unten gezogen. Beim Nex habt ihr hier, auch wenn da jetzt da die Intercom-Montagemöglichkeit ist, die Schale sehr stark ausgespart. Das ist die Vorgabe, dass es nicht so schnell zu einem Schlüsselbeinbruch kommt, wenn es zu einer seitlichen Überstreckung kommt. Und auch am Kinnteil findet bei dem Bogotto keine Polsterung statt. Und das ist bei dem Nex so, dass hier unten das Kinnteil stark gepolstert ist. Und erinnert euch noch dran, die Carbon-Variante ist ja sogar an der Seite nochmal rechts, links stark mit diesem Schaummaterial gepolstert. Also das ist natürlich von der Ausstattung auf jeden Fall ein Vorteil, der pro Nex das Pendel ausschlagen lässt. Dann machen wir jetzt Folgendes. Es gäbe natürlich noch ein paar wichtige Sachen zur Belüftung zu sagen, zum Fahrverhalten, Passformen und so weiter. Aerodynamik, Aeroakustik, da übergebe ich einfach nochmal an den Steff unten auf der grünen Wiese. Ich würde sagen, eventuell sehen wir uns gleich. Ich vermute aber mal eher nicht. Ja, Steff, vielen Dank an dieser Stelle. Ich nehme mal die Murmel in die Hand. Meine Aufgabe ist natürlich, über die Aerodynamik und Aeroakustik etwas zu sagen. Und ich bin jetzt mit beiden Helmen gefahren, auch erneut nochmal mit dem Nex, einfach um den direkten Vergleich mal zu treffen. Und ich muss fairerweise sagen, die Geräuschentwicklung bei beiden Helmen ist gleich gut bzw. gleich schlecht. Ich bin jetzt nur mit der Atwin gefahren. Das Einzige, was ich da gemacht habe, ist mal Scheibe hoch, mal Scheibe runter. Ansonsten die typischen Moves zur Seite gucken, auch mal Sonnenschild mal in den Wind halten. Das ist alles relativ neutral, wenn überhaupt ein Tick neutraler bei dem Bogotto. Das muss ich also schon sagen. Auf der anderen Seite ist die Bedienung zum Beispiel des Sonnenvisiers bei dem im X-Wet etwas einfacher. Das ist irgendwie ergonomisch ein Hauch besser gelöst. Und auch die Losbrechkraft, um das Visier zu öffnen und zu schließen, ist bei dem Bogotto auch ein Hauch höher. Ansonsten ist die Bedienung, was Schloss angeht, natürlich klar. Das Ratschen, der Ratschenverschluss ging deutlich schneller, wenn da der Doppel-D komplett auf ist. Was ich ansonsten noch festgestellt habe, ich bin in allen Konditionen gefahren, auch ohne Sonnenschild als konventionellen Integralhelm. Und da war es in der Tat so, dass die Schrauberei, also der Sonnenschildwechsel ist bei dem Bogotto, das geht viel, viel schneller von der Hand als beim Nex. Das ist aber Jammern auf hohem Niveau, denn ansonsten hatte der Nex schon
ja, einige haptische Vorteile. Wichtig vielleicht noch in dem Zusammenhang, ihr habt es gesehen, mit Brillenverträglichkeit hatte ich bei keinem dieser beiden Helme Probleme. Und ich muss sagen, dass der Bogotto-Helm tendenziell im Wangenbereich etwas fester, etwas strammer sitzt. Das war mir nicht unangenehm. Der Neck sitzt auch relativ fest im Wangenbereich, hat aber dann auch noch einen sehr, sehr festen Sitz im übrigen Schädelbereich. Das, was ja eigentlich dann, was die perfekte Passform angeht, eher ein Prä ist. Also rundherum würde ich sagen, sitzt der Neck auf meine Kopfform bezogen ein Hauch individuell besser. Das ist schon ein Statement, das ich hier loslassen muss. Zum Glück können wir es heute, denn in der Vergangenheit musste ich da jedes Mal absagen, weil das Wetter nicht entsprechend war. Heute können wir auch ein paar Worte zur Belüftung sagen. Beim letzten Mal war das hier nicht möglich. Wir haben circa, Letti, wie warm ist es? 23, 24 Grad. Also 23, 24 Grad, das ist schon mal was, denn der Nexhelm ist tatsächlich siebenfach belüftet, unabhängig von dem, was ich in der Folge gesagt habe oder auch gezeigt habe, mit dem Noppeninterieur, was die Kalotte angeht, wirkt er tatsächlich etwas besser belüftet als der Bogotto. Leute, jetzt ist mir aufgetragen worden, ein Fazit zu ziehen. Das fällt mir heute ausnahmsweise mal deutlich schwerer als in der Vergangenheit. Da war es dann doch so, dass ich tendenziell immer so ein bisschen Sympathiepunkte oder Sympathie ergriffen habe für die preiswertere Geschichte. Auch jetzt finde ich, dass der Bogotto in Relation zum Preis ein super Wurf ist. Aber ich glaube, für die Klientel, die da Interesse dran hat, ist dieses Mehrinvestment durchaus gut angelegt. Also er hat so viel mehr an Ausstattung, so viel mehr an auch Qualitätsunterschiede, dass ich ausnahmsweise mal tatsächlich Partei für den Nex ergreife. In dieser Masse scheint mir das immer noch ein sehr, sehr günstiger Helm zu sein. Der Bogotto wendet sich dann natürlich schon an die Leute, weil nicht jeder ist bereit, 400 oder was die Carbon-Ausführung angeht, ja noch mehr Geld hinzulegen. Nicht jeder ist bereit dazu. Und dann ist es so, dass wenn man einen Adventure als Modularhelm fahren möchte, mit dem Bogotto schon so, sehr, sehr gut aufgehoben ist. Aber in Relation scheint mir der Mehrpreis bei dem Nex durchaus angemessen zu sein. Hilfe auf, den Puschel zu streicheln. Müssen wir mal kämmen. Leute, wir kommen zum Ende. Ihr kennt das schon. Wenn es euch heute gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Däumchen nach oben. Wir freuen uns auch über ein Abo, das ihr gerne da lasst, wenn es noch nicht geschehen ist. Ansonsten von meiner Seite aus, wie immer, ich gehe nämlich jetzt noch was fahren. Tschüss und adios.